Seid gegrüßt, liebe Tackle-Freunde. Heute geht es mal nicht um Routen oder Rollen, sondern um Gadgets am Wasser. In dem Fall geht es um einen neuen Rucksack, und zwar dem Rapala Urban Backpack. Ihr kennt das vielleicht, ihr wollt kurz an den Kanal, an den Fluss bei euch in der Nähe oder an den Vereinssee und ihr wisst nicht, was ihr mitnehmen sollt. Und vor allem, ihr wisst nicht, wie ihr es mitnehmen sollt. Ich habe oft das Problem, ich gucke, okay, nehme ich jetzt eine Umhängetasche, einen Messenger-Bag, einen normalen Rucksack, eine Bauchtasche oder so einen kleinen Bakan, zum Beispiel von Savage Gear oder von G-Craig. War alles Mist. Ich habe in den letzten Monaten viel ausprobiert und bin jetzt schließlich bei dem Rapala Urban Backpack hängen geblieben. Warum das für mich momentan der ultimative Angelrucksack ist, zeige ich euch jetzt. Wir kommen erstmal zum Rucksack selber, sprich ich lege die Sachen, die mit verstaut werden, erstmal zur Seite. Der Rucksack hat ein großes Hauptfach. Da sehen wir gleich, wenn wir es aufklappen, die Reißverschlüsse gehen bis zum Boden. Wir können es komplett aufklappen, wir können unsere Sachen ganz entspannt rausnehmen, müssen nicht irgendwie im Rucksack rumwühlen, um unten zu gucken, was da noch liegt. Wir können es komplett aufklappen, sehen auch hier in der Fronttasche unsere kleinen Kühlerboxen, in meinem Fall sind es Vorfachmappen, und können einfach gucken, okay, was ist drin, wo ist was. Das ist schon mal ein ganz großer Vorteil im Gegensatz zu vielen Rucksäcken oder auch Messenger-Bags. Wir können mit einem Blick sehen, was ist in unserem Rucksack, wo ist was. Spart euch viel Zeit am Wasser. Machen wir den Rucksack erstmal wieder zu und gucken, was außen für Gelegenheiten sind, Tackle, Trinkflaschen, Kamerastative oder ähnliches unterzubringen. Wir haben an beiden Seiten einen Mesh-Einsatz, der sowohl für Trinkflaschen als auch für, in meinem Fall, eine kleine Tasche mit Kleinteilen vorhanden ist. Nehmen wir das mal eben raus. Da sehen wir noch, wir haben hier einen Gummizug, eine Lasche. Damit können wir auch Routen am Rucksack festmachen. Sprich, ihr könnt ganz entspannt mit einer Route fischen. Die andere Route könnt ihr am Rucksack festmachen und habt zwei Routen dabei, aber beide Hände frei für eine Route und müsst nicht immer irgendwo was abstellen. Ein ganz großer Vorteil in meinen Augen. Hier vorne haben wir ein Hardcase für Sonnenbrillen oder Kleinmaterial. Ich habe da jetzt momentan Kopflampe, wenn es abends im Kanal auf Zander geht. Und hier hinten in den kleinen Fächern noch ein paar Haken, Dropshot-Haken, Chivruschka-Haken. Einfach Sachen, die ich nicht irgendwo in irgendeiner Tacklebox tun will, sondern einfach schnell, wenn irgendwas abreißt, bereit haben will. Hier vorne haben wir noch eine kleine Besonderheit, und zwar hat der Rucksack zwei Riemchen, die eine Außentasche festmachen. Machen die mal eben auf. Da habe ich gerade noch ein paar Handschuhe drin und ganz wichtig, meine Regenjacke. Ich habe keine Lust, meine Regenjacke immer zwischen irgendwelche Tackleboxen zu quetschen, irgendeine Ecke. Die ist außen dran, ich komme schnell ran, kann sie überziehen, fertig. Großer Pluspunkt. Nehmen wir hier mal den kleinen Anhänger zur Seite. Hier vorne ist ein Reißverschlussfach, da passen super kleine Verpackungen rein, wo in meinem Fall jetzt hier von Fnatic die Data oder andere Gummiköder, die man nicht alle in irgendwelche Tackleboxen tun will, weil sie geflavored sind, reinpassen. Sprich, hier vorne noch einmal über die ganze Breite ein großes Fach, Reißverschluss, perfekt für solche kleinen Boxen. Machen wir das auch mal eben wieder zu, damit wir den Überblick nicht verlieren. Wir haben hier an der Seite wieder Schlaufen. Der ganze Rucksack ist an allen Seiten mit irgendwelchen Schlaufen, Karabinern, Gummizügen ausgerüstet, um da Sachen anzubringen. Ich habe hier einmal mein Messer drin. Auf der anderen Seite noch ein kleines Universalmesser, die Sonnenbrille dran. Hier ist auch meistens eine große Tackle-Zange drin. Wir können also überall irgendwelche Sachen anbringen, um uns das Leben leichter zu machen, um nicht im Rucksack zu gucken, sondern um am Rucksack gleich das zu finden, was wir auch haben wollen. Sonnenbrille, Flasche nehmen wir auch nochmal weg. Legen wir es mal so hin, dass wir besser gucken können. Wir haben hier oben hinter dem Hauptfach noch ein Fach, das genau auf eure Vereinspapiere, Portemonnaie, Handy, irgendwelche flachen Dinge ausgerichtet ist. Haben wir also auch Platz. Geht hier in die Tasche rein. Alles wunderbar. Können wir noch mehr Kleinzeug unterbringen.
Hier hinten gibt es noch eine Besonderheit. Es ist ein Laptopfach, beziehungsweise ich habe da die schmalen Tackleboxen drin von Myho Versus. Da passen an der Zahl genau 3 Stück rein, zum Beispiel für Spinnerbaits, Chatterbaits oder nochmal eine kleine Wobbleranzahl. Die kriegen wir übereinander perfekt in die Laptop-Tasche. Es klappert nicht so, weil das innen alles gepolstert ist. Noch ein großer Pluspunkt. Drehen wir den noch einmal um, den Rucksack, und kommen zu dem nächsten Gadget des Rucksacks, und zwar der Bauchgurt. Der Bauchgurt kann am Rucksack befestigt werden oder aber, was gerade für Sweetfischen oder UL-Fischen interessant ist, man kann ihn sich auch einfach umbinden und einzeln nutzen oder mit dem Rucksack. Was hier das Schöne ist, wir haben hier oben wieder eine Tasche mit Reißverschluss. Da passen perfekt kleine Köder rein. Wir haben hier an der Seite eine Halterung für die Zange. Machen wir auch mal eben ab. Hier ein kleines Fach. Manchmal Chevrushkas, verschiedene Bleie oder auch Vorfächer. Wenn man was abreißt, hat man alles gleich vorne am Mann, der Bauchtasche, und kann das Ganze dann rausnehmen, Neuknoten wieder sicher verstauen, und es ist vor allem aufgeräumt. Auf der nächsten Seite haben wir 3 kleine Fächer. Da kann man in meinem Fall jetzt, ich habe solche kleinen Plastikdöschen reingemacht, da kann man mal Wobbler, Hardbaits, kleine Blinker verstauen, wenn man nicht immer irgendeine Tasche aufmachen will, oder hier ein Maßband, steckt das wieder rein, kann immer was rausnehmen, wieder zumachen und fertig. Das ist der Bauchgurt. Kann, wie schon gesagt, auch am Rucksack hinten verwendet werden, und dann hat man Zugriff zu den beiden seitlichen Taschen, aber zu der großen Tasche nicht mehr. Und das ist gerade samt Rucksack, samt Bauchtasche eine echt coole Ausrüstung, um für alles gewappnet zu sein. Legen wir die auch mal beiseite. Gucken wir uns an, was der Rucksack noch so bietet. Wir haben verschiedene Befestigungsmöglichkeiten an den Schulterträgern. Das sind zum einen nochmal 2 Schlaufen. Unter den eine habe ich jetzt von der GoPro die Halterung gesteckt, soll nicht ganz so wichtig sein. Man kann hier auch über D-Ringe verschiedene Gadgets anbringen oder hier unten, wo die Neopreneinsätze sind, ein Messer verstauen. Auf der anderen Seite habe ich eine Zange an so einem Rollerclip hier oben perfekt festgemacht. Da hat man es immer an der Schulter und kann in dem Fall, wenn man irgendwie Probleme hat beim Enthaken des Fisches, mit der Zange gehen, rangehen oder einfach mal zum Klippen von neuer Schnur oder Stahlvorfach das Ganze immer am Mann. Über der Brust ist noch ein höhenverstellbarer Gurt. Den kann man sich einstellen, je nachdem wie groß man ist. Könnt ihr hier auch den GoPro dran machen für die Brusthalterung. Also wirklich eine Top-Sache. Wie ihr seht, haben wir an dem Rucksack extrem viele Möglichkeiten, um unser Fishing-Equipment auch außerhalb des Rucksacks anzubringen. Und das schätze ich in diesem Modell besonders. Ich habe keine Lust, immer bei einem großen Rucksack zu wühlen. Was ist wo? Das ist Zeit. Zeit ist Fisch, nur der Köder am Wasser fängt. Also kann ich mir hier anordnen, wo habe ich was, wo will ich was haben, was brauche ich. Okay, ich möchte Schnur schneiden, Clipper, Sonnenbrille, neue Haken, Kamerastativ. Geht hier auch wunderbar in die Seite rein und weiß immer genau, wo ich was habe und vor allem ich sehe, wo ich was habe. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, lest euch den Artikel durch. Das sind noch ein paar Detailfotos. Und ich hoffe, euch hat das gefallen. Guckt euch den Rucksack im Geschäft an. Ihr könnt da wirklich nichts mit falsch machen. Ich bin damit super zufrieden. Probiert es aus. Ich habe mich gefreut. Und schaltet wieder rein bei tackletester.de.